Herzlich willkommen im Sprudelhof von Bad Nauheim, meinem Lieblingsort in Hessen. Das ist die größte geschlossene Jugendstil-Badeanlage Europas. Hier sind also insgesamt 6 neue Badehäuser im Jugendstil gebaut worden zwischen 1905 und 1912. Das Schöne ist natürlich diese ruhige, wunderschöne Atmosphäre. Auch zum heutigen Zeitpunkt lieben die Menschen den Sprudelhof. Hier finden also regelmäßig Veranstaltungen statt. Und die Leute sind immer ganz angetan natürlich, weil es so schön ist. Unser Bier Ernst hat seinen Namen letztendlich von Großherzog Ernst Ludwig von Hessen, dessen Name auch den Ludwigsbrunnen in Bad Nauheim ziert. Das Bier Ernst ist ein Festbier, dementsprechend schmeckt es festlich. Es ist sehr vollmundig im Antrunk, sehr süffig und im Abgang hat es eine sehr angenehme Bittere, aber durch das Heilwasser auch eine leichte salzige Note. Wir sind hier in Bad Nauheim am Burgtor, wo das weltberühmte Foto von Elvis vor dem Burgtor aufgenommen worden ist für ein Plattencover. Von dieser Platte wurden 8 Millionen verkauft. Für meine Frau und mich ist das eine Herzensangelegenheit. Und ich bin immer froh, wenn viele Menschen kommen, denen ich diese Geschichten weitergeben kann. Weil die Musik ist uns ja erhalten, der Elvis war leider nicht mehr, aber die Musik ist erhalten und das gebe ich so gerne weiter. Und bin natürlich immer stolz, wenn zum Festival oder zu den Führungen so viele Menschen von weit hierher kommen und wollen etwas über Elvis Presley hören. Und man kann auch viel zeigen in Bad Nauheim. Wir stehen hier vor dem Burgtor, wo das berühmte Foto mit Elvis Presley entstanden ist. Nur der Unterschied, früher gab es hier keine Autos. Das Schweizer Milchhäuschen ist wirklich bekannt geworden durch die wunderschöne Lage hier im Kurpark in Bad Nauheim. Und die Gäste schätzen auch sehr unser ganzes Angebot, was wir eben immer mit veganen, laktosefreien und glutenfreien Sachen abrunden. Ich arbeite seit ca. 5 Jahren hier im Schweizer Milchhäuschen in Bad Nauheim und das ist mein Lieblingsort hier in Hessen.